Dr. Petra Bracht ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Ernährung und hat einen mega erfolgreichen YouTube-Kanal. Hier in diesem Video erkläre ich dir drei Stärken, die man im Gesicht von Petra Bracht erkennen kann und die darauf hinweisen, warum sie bei ihrem Publikum so gut ankommt. Als erstes schauen wir uns die Nase von Petra Bracht an und vor allem ihren Nasenrücken. Ihr Nasenrücken ist breit. Hier auf diesem Bild kannst du es sehen. Was bedeutet breit? Breit heißt, dass man einen Finger auf den Nasenrücken legen kann, so wie ich das hier mache. Und dieser Finger, der wackelt nicht, sondern hat bequem Platz. Und wenn das der Fall ist, so wie eben hier bei Petra Bracht, dann heißt das, der Mensch hat einen breiten Nasenrücken und der steht für Zuverlässigkeit und Belastbarkeit. Der Nasenrücken steht nämlich in Beziehung zu unserem Körperbau, Knochenbau. Und wenn er so breit ist, heißt das, da ist eben viel Kraft, um Vorhaben auch durchzuhalten und eben auch zu wuppen. Dazu kommt, dass Petra Brachts Nase auch noch gerade ist. Und so eine gerade Nase steht für Geradlinigkeit und Planmäßigkeit. Petra Bracht kann das, was sie vorhat, eben auch in Pläne gießen und ebenso auch planmäßig und mit einer gewissen Strategie und Systematik vorgehen. Eine weitere Stärke, die in eine ähnliche Richtung geht, sehen wir am Unterkiefer von Petra Bracht. Und zwar hat sie einen kraftvollen Unterkiefer und der steht für Durchführungsenergie, für Macherenergie. Und dazu kommt noch ein kräftiges, nach vorne strebendes Kinn. Und dieses Kinn steht für Tatimpuls. Das heißt, Petra Bracht ist eine Macherin, die eben Dinge auch ja, gut in die Umsetzung bringen kann und eben auch spontan dabei ist, also beherzt ins Tun kommt. Das zeigt dieses Impulskinn. Diese Aspekte und Ausdrucksareale stehen für die Bewegungsenergie von Petra Bracht. Sie hat aber auch sehr viel Empfindungsenergie. Und diese Empfindungsenergie sehen wir in erster Linie an ihrer fein strukturierten, hellen und hochwahrnehmungsfähigen Haut. Denn die Haut ist unser Hauptsinnesorgan. Und wenn sie so durchlässig ist und fein strukturiert, dann nimmt sie sehr viel wahr. Stimmungen, Atmosphäre und sie ist eben sehr empathisch. Dazu kommt auch der volle, weiche Mund von Petra Bracht. Der steht für Gefühlsreichtum und auch natürlich für unsere Kommunikation. Und Petra Bracht kann das, was sie wahrnimmt, was sie fühlt, eben auch entsprechend kommunizieren. Und diese Aspekte machen sie eben auch so ausdrucksstark und schaffen eben auch eine Verbindung zwischen dem Zuhörer, der Zuhörerin vor der Kamera und natürlich ihren Patienten. Und dieses beherzte Durchführen und diese Feinsinnigkeit, ja, helfen natürlich, dass Petra Bracht so gut ankommt und rüberkommt. Auch die feinen Haare von Petra Bracht sind ein Ausdruck für ihre feine Empfindungsenergie. Gleich schauen wir uns noch die Ohren von Petra Bracht an. Die stehen nämlich grundsätzlich für unsere seelischen Bedürfnisse. Ist das nicht faszinierend, was wir im Äußeren eines Menschen alles lesen können? Jede Form hat eine Information. Und mein Name ist Anita Hornlink. Ich bin Expertin und Ausbilderin für Face Reading und Psychophysiognomik und ich bin jeden Tag begeistert, was ich im Gesicht meiner Klienten, meiner Schüler und Teilnehmer alles lesen darf und wie ich eben auch andere Menschen in die Lage versetzen darf, dieses Wissen anzuwenden und mehr Selbsterkenntnis, Selbstliebe und Menschenliebe und zwischenmenschliche Kompetenz zu erreichen. Wenn du auch Lust hast, dieses Thema besser kennenzulernen, dann schau dich natürlich hier auf dem Kanal um, auf meiner Website oder buche ein Vertrau-Dich-Beratungsgespräch bei mir. Ich beantworte dir total gern all deine Fragen. Und jetzt zu den Ohren von Petra Bracht. Petra Bracht hat große Ohren. Im Face Reading setzen wir die Ohren in Bezug zur Nase.
Also sind bei einem Menschen die Ohren größer als die Nase, dann sprechen wir von großen Ohren. Und hier auf dem Foto von Petra Pracht kannst du es eindeutig erkennen. Was bedeuten nun große Ohren? Sie bedeuten seelische innere Sicherheit. Sie bedeuten Mut und Risikofreude. Und das hat Petra Pracht. Und das braucht sie auch, um mit ihrem Herzensthema so nach vorne zu gehen, um so präsent zu sein, so gut vor der Kamera zu agieren und eben so beherzt nach außen zu treten. Und sie hat noch etwas, was sie für diese Bühne in den Medien auch prädestiniert, und zwar schauspielerisches Talent. Und ich habe ja jetzt schon viel mehr als drei Areale erklärt. Und deswegen möchte ich dich mit diesem letzten Areal und diesem schauspielerischen Talent mal ein bisschen auf den Weg schicken. Schau dich mal um hier in meinem Kanal. Da habe ich das schon ein paar Mal erklärt, woran man das schauspielerische Talent am Ohr erkennt. Ich freue mich, wenn ich dich begeistern durfte und wenn du Lust hast, weiterzugehen mit diesem Wissen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und ich sage einfach, bleiben wir in Kontakt und bis dahin, vertrau dich.